Kannst ja mal die Schule beschreiben. Ja, sie liegt in einem sehr schönen Dorf, also rund umgeben von Acker und so. Auch eine schöne Landschaft. Wir haben hier auch sehr viele große Räume, so wie Sporthalle. Wir haben zwei Werkenräume, wir haben Materialraum. Und wir haben auch halt sehr viel Freiraum hier in dieser Schule. Also hat auch einen schönen großen Schulhof, wo man sich austoben kann. Und vor allen Dingen sind auch die ganzen Räumlichkeiten, die wir alle haben. Also wir haben eigentlich das, was andere Schulen halt nicht haben. Hast du an unserer Schule auch einen Lieblingsraum? Den Snoozlerer. Und warum? Weil man da so gut entspannen kann. Habt ihr auch einen Lieblingsraum? Ja. Eins. Und wie heißt dieser Raum? Schulraum. Was magst du an unserer Schule? Lernen. Welches ist dein Lieblingsfach in dieser Schule? Oh, mein Lieblingsfach ist ganz einfach. Also, mein Lieblingsfach ist hier Mathe und ein bisschen... Also. Was magst du gerne an der Schule? Mathe und Deutsch. Und Deutsch lesen lernen. Und bei Mathe, was machst du da? Bis 100 rechnen. Dein Lieblingsfach war nochmal? Oh, mein Lieblingsfach ist ja Mathe und Deutsch und Hauswirtschaft. Achso, was macht ihr im Hauswirtschaft so? Also kochen, bisschen Kartoffelschnitzel und ein bisschen Soßen umrühren und Schnitzel machen. Aua, das hört sich ja lecker an. Ja, sehr gut. Hast du denn auch ein Lieblingsfach? Sachkunde. Und was machst du so in Sachkunde? Ausschneiden. Mhm. Und was schneidet ihr aus? Blätter. Hast du auch Lieblingslehrer? Meine Lieblingserzieherin ist zurzeit Frau Lessentin. Frau Lessentin ist eine sehr nette Frau, die richtig zupackt. Und mein Lieblingslehrer ist... Also ich mag eigentlich viele, aber ich finde Herr Zahn auch ganz nett. Und Herr Stossu mag ich auch sehr. Ja, Frau Schorsch auch, weil sie ist ja meine Lehrerin und sie hat ja schon immer gut mich unterstützt und wird dieses Jahr auch weiterhin bringen und... Wie kommst du mit den anderen Lehrern klar? Schön. Nicht witzig. Witzig. Und wie kommst du mit anderen Schülern klar? Gut, wirklich gut. Komme ich mit den anderen Schülern klar. Thank you.
Ja, also ich finde das Besondere hier, dass alle hier gut zusammenarbeiten und na, dass nicht hier jeder den anderen ohne Grund hier welche reinhaut. Und zwar dann muss man erstmal, man kann auch erstmal so ganz sachte erstmal reden, bevor man gleich zuschlägt, ne? Ist ja auch das Beste. Und ich wette, das finden die anderen auch. Und ja, in einer anderen Schule, da hat man immer ohne Grund so geprügelt und so, weil es den anderen auch Spaß gemacht hat. Und hier, ich finde es toll, dass alle hier zusammenhalten. Ja, das finde ich toll. Das an erster Stelle kommen natürlich die Kinder, weißt du? Die Kinder und Jugendlichen, die an unserer Schule so lernen, dass ich mit denen zusammen Spaß und Freude haben kann. Das gefällt mir an der Schule. Und auch natürlich auch die Kollegen, die es dann hier gibt, mit denen man auch zusammenarbeitet. Ne? Mhm. Man muss viel Spaß haben in der Schule, Tommy. Das Besondere an der Schule ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig helfen. Okay, was gefällt Ihnen so an der Schule, Herr Zahn? Im Prinzip in der Schule, was gefällt mir? Mir gefällt alles. Mir gefällt die familiäre Art, wie man miteinander umgeht, das Verhältnis der Schüler untereinander, das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern, das Verhältnis der Lehrer untereinander. Also ich finde schon, wir sind ein bisschen anders als andere und genau das gefällt mir. Schule. Also ich mag an der Schule lernen, basteln, Arbeitsgemeinschaften, die Pausen und ein bisschen auch Sport, viel Sport treiben. Also was gibt es Besonderes für dich an dieser Schule? Freunde gibt es bei uns immer an dieser Schule. Was soll ich jetzt noch sagen? Du kannst mich ja was anderes fragen. Und alles Gute zum Geburtstag. Danke, danke, Tommy. Ja, das kann ich gebrauchen. Ist gut. Kamera aus. Kamera aus.